Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir sind gerade... Wow. wir sind gerade, kurz vor, der Hauptquest. Also dem Finale hier, glaube ich. Wir müssen den Assistenten bekommen. Genau. Also quasi ihn. Wow. Immer wenn ich rede, dann hört man die Kinder. Moment, ich mach mal kurz das Fenster zu. Alles klar. So. Das muss ich dann noch besser einstellen. Dass man die Kinder nicht reinhört. Auch wenn die extrem laut sind. Gut, dann wollen wir mal schauen. Warte, ich habe das falsche gebrannt. Wir wissen, wo El Cerebros Chefassistent ist. Über ihn kommen wir an den verrückten Wissenschaftler heran. Finden Sie den Assistenten und bringen Sie mir El Cerebro. Na dann, machen wir mal. Mal hier landen. Fällt. Weiß nicht, ohne Fried. Da ist der Helfer. Haltet Abstand und sorgt dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu El Cerebro führen. Das macht 5. Wir sind aufgeflogen. Der Helfer will sich absetzen. Was? Okay, alles ist gut. Bin drauf. Normalerweise würde das wahrscheinlich extrem auffallen, dass hier so ein Helikopter fliegt, aber ich meine, hier gibt es ja in jedem Cup einen Helikopter. Also, viele Vögel. Man könnte ja auch mit Satelliten oder sowas arbeiten, aber... Aber mein Team wird mich hassen. Naja, geht zu weit. Ich sehe es doch mal. Naja. Gut, dann gehen wir mal. Übrigens, sorry, dass so lange nichts mehr kam. Das Video zu schneiden mit dem Predator hat ewig gedauert. Und zu diesem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, bin ich immer noch nicht ganz fertig. Aber naja, ich hoffe, es wird cool. Ach, natürlich, da ist es. Ne? Was ist dein Haus? Wenn El Cerebro da ist, schnappen wir ihn uns. Aber lebend, verstanden? Nett. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Es gibt Alarm. Hab den Alarm ausgeschaltet. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal, wo welche sind. Ah, super. Schlechtes Signal, die stören die Drohne.
Hier ist noch irgendwo einer. Warte. Nehme mal das hier ein Glas. Ich nehme mal das. Danke. Noch ein dritter. Sehr eingeschätzt, Tom. Nope. Die Drohne ist hin. Die haben einen Jammer. Ja. Yeah. Ziel gesichtet. Warte, der ist es, ne? Okay, interessant. Lied. Muss eigentlich nur den töten und die zwei. Und am besten so, dass das niemand hört. Frage ist, ob ich die beiden töten kann. Zurück mit dir, sie werden dich sehen. Hi. Kontakt beim Lagereingang. Greife jetzt an. Wo ist der das gar nicht? Oh, der ist das gar nicht. Scharfschütze. Was ist denn denn? Hä? Ich hab doch die Alarm. Nee, hier hab ich die Alarm. Doch, ich hab doch die Alarm. Runter, alle runter. Heli. Die Alarmanlage ausgemacht. Warte mal. Heli im Arsch. Ja. Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. Willst du mich verarschen? Da unten. Geh mir aus der. Ach. Oh, du Penner. Entschuldigung. Scharfschütze! Ach, der kann durch. Okay. Der kann also durch so Sanddinger. Granate! Okay, jetzt check ich erst, wo er ist. Er ist irgendwo da. Aber warum? Warum ist der irgendwo da? Das macht überhaupt keinen Sinn. Er ist mit dem Auto nach hier gekommen. Oder so. Ah, da ist sein. Okay. Egal.
sehe als du lebst, ne? Deckung! Such Deckung! Ja, dann greif mal an hier. Wie lange überleben die denn? Er hat einen Headshot überlebt. Ich glaub's ja nicht. Sauber. Der Alarm ist deaktiviert. Da ist sein Haus. Wir haben ihn... Da ist sein Auto. Eine Santa Blanca Auszeichnung. Die Sicarios werden sie vermissen. Spinne. Der Rückverstärkung für die an. Wo denn? Was denn? Die wissen nicht, dass wir weg sind. Die gehen in die falsche Richtung. Alarm hier drüben. Hab den Alarm ausgeschaltet. Was ist das denn? Die Drohne ist oben. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. Ah, juhu. Ja, komm schon. So ist die Alarmanlage jetzt aus. Feind gesichtet. Feind aus. Locker bleiben, alles ist gut. Na gut, hier komme ich anscheinend nicht vorbei. Oh. Ich sehe 10. Feind markiert. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Wieso kann ich den nicht markieren? Sekunde, geh in Position. Ich sehe markiert. Bereit für den Angriff. Schieße! Kein Drecksack weniger. Hat er Scheiße gesagt oder Schüsse? Na gut. Ah, schlechter Anfang, aber... Ja. Ich dachte wirklich, dass... Dass es der da vorne war. Weil der ist halt aus dem Auto ausgestiegen. Naja. Ach, jetzt habe ich's. Das war er auch. Und jetzt wissen wir quasi, dass das Haus irgendwo da oben ist. Weil er da vorne ausgestiegen ist. Hey, wir haben einen Narko am Schießstand. So, da ist das Tor. Aber wir gehen natürlich nicht durch die Tür. Sondern wir nehmen den umständlichen Weg, der wahrscheinlich eh nicht zum Ziel führt. Oder wir klitschen uns so hoch. Oh, ich glaube, der führt doch dahin. Ist hier auch ein Jammer? Ja. Die Drohne ist hin. Die haben einen Jammer. Ein Jammer. Hier sind ziemlich viele, ja?
Scharfschütze im Turm. Ich sehe ein paar Kartellleute vor dem Haus. Irgendwo jemand sein. Es sind 15. Sehr schön. Dann warten wir jetzt mal den Sniper. So. Na komm. Ich trinke mal was. Ach, sowas liebe ich. Da vorne ist auch noch einer. Aber ich kann den nicht markieren. Weil da ist ja was dazwischen. Ich sehe hier ein Sicario-Team. Außen am Haus. Wenn ich den erschieße, dann wissen die anderen Bescheid. Das ist eine Alarmanlage. Wir haben Alarm eingerichtet. Der Alarm ist aus, es wird keine Verstärkung einfliegen. Zurück, bevor sie dich entdecken. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Drüben beim Nahrungscontainer. Okay, die sind jetzt da hochgegangen. Wie ist die? Er hat die gehört. Zwei Sicarios. Da, neben dem Nahrungscontainer. Gut, aber er kommt nicht hoch. Das ist schon mal Kopie. Ach, da ist er. Okay, es ist alles gut. Ja, würde ich auch sagen. Gut. So, die vier sind noch problematisch. Okay, bin unterwegs. Brauche neue Position. Moment, suche eine gute Schusslinie. Ziel erfasst. Ich kann das Ziel nicht mehr sehen. Ziel verloren. Roger, Ziel erfasst. Hab kein Ziel mehr. Hab das Ziel. Das Ziel ist weg. Roger, Ziel markiert. Dann lass das mal. Oops. Thank you.
Das ist so risky. Ich muss versuchen, die da vorne am Leben zu lassen. Also ich will es versuchen, weil dann müsste ich, glaube ich, alle töten. Kommt er hier rein? Ne, ich glaube, er ist wieder weg. Komme ich da hoch? Über die Leiter. Cool, der ist jetzt hier drin. Das war ein bisschen unpraktisch. Erwischt. Entschuldigen Sie, aber ich glaube, man erkennt, warum ich mir die Aufregung gestatte. Eine verstörende Entwicklung. Wirklich verstörend. Kann ich Ihnen nicht verdenken. Ich meine, Sie sehen nicht wie die Jungs von Santa Blanca aus. Also schickt Sie die amerikanische Regierung und mir steht eine langfristige Störung meiner Pläne bevor. Sie passen sich an. Das muss es doch gar nicht. Ich habe das alles schon durchgespielt. Schon vor Wochen. Vor Monaten. Ich muss nur den Notfallplan Alpha Theta 984 aktivieren. Und der wäre? Zu tun, was immer die Herrschaften von mir verlangen, natürlich. Zumindest vorerst. Das maximiert meine Überlebenschancen, während ich überlege, welche meine Fluchtpläne noch klappen konnte. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen. Das ist irgendwie cool. So. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Und der Alarm? So. Sie will mich suchen lassen, weißt du? Weißt du? Sie behält mich im Auge. Auch wenn sie glauben, sie ignoriert mich. Ich sollte zurückgehen. Sonst macht sie sich Sorgen. Ich konnte mich auf der Hecklucke rausfeuern. Das lassen Sie besser. Aber ich habe fast gelust. Wissen Sie, wie kalt es unter Wasser ist? Das Problem der chemischen Bindung ist gar keins. Monoethanolamin müsste in Bolivien leicht zu finden sein. Ist nur ein großes Problem. Kann ich nicht hier anrufen? Sie wird beschäftigt sein, aber das macht nichts. Sie kennt mich gut sogar. Was rede ich denn? An den Filter? Nein. Dafür wären zwei Räume nötig. Da bliebe kein Platz für Menschen. Tatsache? Ich habe die Pläne für ein kolumbianisches Tauchboot gesehen, bei dem einfach ein Atemrohr aus dem Wasser ragte. Allein die Wärmesignatur. Ich sollte Nidia erst anrufen, wenn ich eine echte Lösung habe. Sie wissen ja, ich kenne Sie. Kennen Sie sie? Hatte noch nicht das Vergnügen. Augenblick mal. Ein unbemanntes Boot. Das ist die Lösung. Warum sollten überhaupt Menschen da drin sitzen? Keine Ahnung, Mann. Was ist das denn? Gut, aber wir werden erst in der nächsten Folge abliefern. Danke fürs Zuschauen und ja, besucht mich gerne in meinem Stream montags und donnerstags ab 15 Uhr. Ja.